JunkoTaster.com, and this is now Rockstar Punched. Yeah, and I already reviewed three different Rockstar products. And also a punch, but this time it's a fruit punch flavor. So here we go, Rockstar Energy Drink is designed for those who lead active and exhausting lifestyles. Who lead, not who lives. Okay, this is like the Pepsi Energy Drink series, Rockstar. I think Coca-Cola is relentless. So, sugar, obviously interesting. Sugar is a sugar bomb. Look at this, 15.2 grams. This is a very high value. Okay, we got taurine. We got 4 grams taurine at 1 liter. Okay. How much caffeine do we got here? Okay, the caffeine here is 23 milligrams at 100. That's standard value. Epic can here, 500 milliliter. Alright. Not really straight, they like did some coloring on the top, but not on the bottom. Let's do it. Yeah, intense fruit taste. Yeah, these energy drinks are the reason because the standard flavors don't get win anymore. Let's do it. Let's hope for the best here. Okay, it's extremely sweet. Who was expecting this? With 15 grams sugar at 100 milliliter. Yeah. It's really what it is, an energy drink. So I read it in. But it's very sweet. But like sugar is energy. Yeah, let me know if it's too sweet for you. Otherwise I continue in German. Ja, das ist jetzt mal brutal süß. Also 15 Gramm auf 100 Milliliter für ein Getränk ist Hammer. Also normal ist 10. Ja, ganz nett eigentlich. Ich habe von Rockstar. Rockstar ist die Energy Drink Marke von den Coca-Cola, nee, von den Pepsi-Cola Guys Leuten. Und ja, das ist jetzt Fruit Punch. Gibt zwei verschiedene. Nee, es ist Punch. Gibt zwei verschiedene, das ist der Fruit Punch Flavor. Ja, frag mich nicht, welche Früchte, irgendwelche Bärenfrüchte, würde ich sagen. Cheers, Zitroff. Mache ich mich jetzt hier mal wieder. Ja, auf alle Fälle, hier ist überall schön angegeben, wie viel Taurin und so weiter und den Standardwert Koffein. Also 4 Gramm Taurin auf einem Liter zum Beispiel. Genau, und so weiter und so fort. Ja, also es ist heftig süß, aber es ist ein Energy-Drink und Zucker ist Energie und ich meine, ich will ja auch nicht die ganze Dose trinken. Trinkt ihr die ganze Dose. Wenn ihr einmal eine Dose aufmacht, trinkt ihr dann die ganze Dose oder stellt ihr euch wie ich? Ich tue hier richtig an meiner Realness so sägen. Ne? Hier steht hinten drauf. Hier steht drauf für die Harten, so in etwa übersetzt. Also noch nicht mal hier, nicht mal die, steht noch nicht mal die einen anstrengenden Lebensstil haben, sondern die einen, obwohl, das kann man Lied als führen. Oder ist das ein Übersetzungsfehler? Ich weiß es nicht. Ihr seid dann die Anführer in Sachen Härte, wenn man das trinkt hier. Und ich nicht, ich stelle es in den Kühlschrank und trinke am nächsten Tag die nächste Portion. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Also wenn man jetzt allein jetzt das Koffein,
Das sind 1,5 Liter Cola, wenn man sich das ganze Ding hintergibt. Ja, und gegen Kaffee, also Kaffee hat etwa 40 Milligramm Koffein auf einen. Kommt halt auch darauf an, wie stark man ihn brüht. Das heißt, das sind, gegen Kaffee ist es gar nicht so schlimm. Das wären, wenn man eine Kaffeetasse 100 Milli, 4 Tassen Kaffee wären das. Okay, ja, Win, sehr süß. Ja, wer das schon mal getrunken hat, sollte mir mal Bescheid geben, ob es euch vielleicht zu extrem süß ist. Ja, und ein Fruchtgeschmack, der relativ angenehm ist. Ja. Gut, das war die Review, ist jetzt wieder etwas lang geworden. Naja, was soll's. Und danke fürs Zusehen.